Wir starten gleich mal mit dem Teig. Wir brauchen den fein passierten Topfen. Da geben wir gleich die weiche Butter. Wichtig ist, dass sie weich ist, nicht ganz geschmolzen. Im Prinzip kann man alle Zutaten, die was für den Teig ist, einfach zu einer glatten Masse verrühren. Prise Salz, Zucker, etwas frische Zitrone reimen rein. Jetzt geben wir den Hartweizengrieß dazu. Da geben wir mal einen Teil dazu. Jetzt verrühren wir das. Jetzt geben wir den restlichen Grieß dazu. So, zwei Esslöffel Brösel. Geben wir mal eine dazu und schauen, wie fest die Masse ist. Wenn man die Masse schön vermischt hat, einfach glatt streichen und für eine halbe Stunde circa in den Kühlschrank. Für die Butterbrösel brauchen wir reichlich Butter. Und jetzt geben wir da einfach nach und nach etwas Brösel dazu. Wichtig natürlich, also immer rühren. Man sieht, das Fett, das ist jetzt schon so richtig heiß. Man sieht jetzt selbst ohne Temperatur, dass sie wirklich noch nachbräunen. Heißes Wasser vorbereitet. Eine Prise Salz geben wir dazu. Und Zucker. Wir werden es wieder mit unserem Eisportionierer abportionieren. Da haben wir es hier Browser. Die Form der Masse ist wieder wichtig, wie bei jedem Knädel, dass man den wirklich ein bisschen durchknetet nochmal. Wieder ein bisschen Wasser auf die Finger. Und dann schön abdraht. Die Knödel haben wir jetzt fertig gedreht. Man sieht, sie sind alle schön abgerollt. Wasser muss wirklich stark kochen. Da muss man so schnell wie es geht einkochen. Und sofort auf mittlere Stufe zurückdrehen. Und jetzt lassen wir es einfach so 10 bis 15 Minuten dahin ziehen, je nachdem wie groß der Knödel ist. So, unsere Knödel sind jetzt fertig. Man sieht, sie schwimmen oben auf. Wenn man es angreift, sie sind kompakt, sie sind fest, sie sind flaumig. Genauso kehren sie. Jetzt schwenken wir sie einfach da durch. So, wir können jetzt anrichten. Wir haben uns da was vorbereitet. Ein bisschen Apfelmus geben wir da drauf. Dann kann man ein bisschen kreativ sie austoben. Ein paar Preiselbeeren. Dann setzen wir die Knödel da schön zentral ein. Staubzucker oben drauf. Und schon hat man ein schönes Dessert. Guten Appetit!